Herzlich willkommen, lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und ihr seht schon, wir sind diesmal auf einem neuen Planeten, nämlich der Planet Bespin, den man auch schon bereits aus dem Film kennt, besser gesagt aus Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Und laut Mission müssen wir Bespin City durch den Untergrund infiltrieren und Lanos R5-Einheit nahe der Carbonitkammer Hashtag 17 finden. Das werden wir auch machen. Übrigens haben wir auch jetzt eine neue Machtfähigkeit bekommen, und zwar die Machtheilung. Ist das nicht geil? Jetzt können wir endlich unsere Lebensenergie ein bisschen heilen. Das ist sehr, sehr nützlich und auch praktisch. Übrigens, ich habe auch in der letzten Folge gesagt, das ist jetzt auch das Level, wo ich privat nicht mehr weitergespielt habe. Deswegen ist es ab hier für mich so ein bisschen blind. So, wir müssen jetzt einmal einfach jetzt hier durch. Aber wir müssen jetzt hier erstmal aufpassen. Weil da strömt gleich eine sehr starke Luft raus. Ja, jetzt ist hier so ein Lift. Da müssen wir jetzt rein. Es geht nach oben. Wie, was? Jetzt sind hier auch noch Feinde? So, fall runter. Oh, ihr miesen, dreckige, kleinen Schurken. Oh Gott, wie ich die Kerle hasse. So, voll bin ich. Was ist denn hier los? Warum sind hier schon Feinde? Das gibt's doch gar nicht. Okay, warum geht die Tür nicht auf? Ja, das ist jetzt... Ah, jetzt funktioniert's. Wow, noch mehr Gegner. Okay, soweit so gut. Oh cool, wir können jetzt auch die Granaten hier wegschmeißen. Okay, das ist echt cool, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, ich meine, wir müssen sogar tatsächlich hier hin. Aber Moment mal, hier sind ja auch noch ein paar Räume. Ne, von hier sind wir jetzt gerade gekommen. Das weiß ich. Aber hier. Da ist sogar ein Aufzug. Na, hallo? Ach so, ich muss das erst aktivieren. Auch noch mehr Gegner. Okay, soweit so gut. Aber was ist denn eigentlich hier? Ach so, hier sind nur hier ein paar Loot-Sachen. Ich glaube, die brauche ich hier ganz und gar nicht. Man backt aber nicht voll. Nö, nö. Also können wir gleich wieder zurück. Okay, kann ich hier einfach runterspringen? Ich springe mal kurz runter. Ja, hat mir zwar ein bisschen Schaden genommen, aber das macht nichts. Okay. Ist hier noch sonst irgendwas? Was ist denn hier? Ne, da kehren wir wieder zurück. Ah, hier ist noch etwas. Ach, ich muss das immer hier aktivieren. Mann, bin ich hier vergesslich. Voll auf den Kopf. Da ist er ja glatt blind geworden. Okay, aber sonst ist hier echt nichts, nur hier Loot. Ja, hier oben ist irgendwas. Okay, hier habe ich ein bisschen Leben genommen. Okidoki. Ach, hier ist so ein Schalter. Aber pass mal auf, jetzt kann ich eigentlich die Machtheilung gut zeigen. So, oh, ein bisschen renegieren. Ich brauche die Energie. Und voll bin ich. Okay, nicht ganz voll, aber jetzt bin ich voll. Ach, tut das nicht gut?
Okay, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mein Lichtschwert. Und ich brauche, glaube ich, den Geistestrick. Jetzt öffnet er das, aber leider sind wir zu langsam. Oh, schnell! Oh, das war knapp. Das war sauknapp. Okay, und jetzt? Ein Moment. Macht Heilung. Und es geht nach oben. Oh Gott. So, Moment mal, Moment mal. Wir können durch die Türe schießen. Was ist das denn verflucht? Okay, Moment mal. Ich speichere schon mal hier. Vorsichtshalber. Ah, mit L2 kann ich jetzt hier ranzoomen. Das finde ich echt cool. Okay, ist sonst noch irgendwo jemand? Wie es aussieht, nicht. Okay. Okay, diese Plattform, die darf ich jetzt nicht berühren, was jetzt hier so leuchtet. Das weiß ich noch ganz genau. Ich muss, glaube ich, warten, bis so eine rote Plattform hier kommt. Und jetzt schnell, 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 schnell. Kann ich jetzt hier nach oben? Ach, wieso muss dorthin? Oder muss ich hier einfach warten? Nee, okay, das ist nur diese Plattform. Okay, jetzt aber. Ach, Gott sei Dank, geschafft. Oh Gott, wie fies. Vor allem, was machen die Feinde eigentlich hier? Jetzt mal im Ernst. Was bringt das denn hier zu sein? Okay, ich sollte gleich dann hier raus, wenn ich hier wieder oben bin. So. Aber da war noch einer. Jetzt Beeilung, 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 Beeilung. Springen. Okay. Da bin ich schon mal erstmal safe. Jetzt muss ich wieder mal hier warten. Oh Gott, ey. Das ist schon ein bisschen hier blöd gemacht. Aber naja. Jetzt kommt das Teil wieder runter. Und spring. Ach, hier. So, und tot bist du, mein Freund. Ach, nicht schon wieder. Nein! Okay, ich habe das schon mal erstmal bis ganz nach oben geschafft. Meine Güte, also das ist schon eine echt fiese Stelle, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Ach, da hinten, da ist eine Tür.
Was? Boah, na bitte, geht doch. Meine Güte. So, Moment mal. Ich könnte echt hier Bagdad gebrauchen. Okay, jetzt geht es. Wo geht das jetzt hin? Anscheinend nach oben. Mann, das war echt eine fiese Stelle. Oh Gott, Munition. So ein Rodianer. Voll der Badass Kill. Das war's? Das waren alle? Okay. Oh, da kann ich durch. Okay. Ah, Moment mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich muss die hier alle zerstören. Oder wie ist das denn jetzt hier? Wow, wow. Was zur Hölle? Was war das denn gerade? Okay, nochmal. Okay, ich lande immer hier. Wozu ist das denn gut? Hier gibt es ja nur drei Stellen. Da habe ich hier etwas übersehen. Ah! Ach du meine Fresse. Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich speichere mal wieder hier. Okay, und jetzt muss ich jetzt da... Ah, Moment mal. Gut, dass ich hier gespeichert habe, weil das war gerade echt dumm von mir. Ich glaube, das muss ich irgendwie ausnutzen. Hä? Dort oben ist eine Plattform, da muss ich drauf. Okay. So muss ich das machen. Okay, das nächste Mal muss ich jetzt hier hin. Ich habe es jetzt gecheckt. Ja, woher sollte ich das denn wissen? Das Gebäude ist ja fast riesengroß, ey. Wer baut denn solche Levels? Es sieht auch hier wirklich cool aus, aber nicht meins, Leute. Nicht meins. Jetzt. Jetzt? Einfach jetzt hier nach oben springen? Es gibt ja hier keine andere Plattform. Was? Okay, muss ich da hoch oder hier? Ich versuche mal dort hinten zu springen. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jawohl, geschafft. Ich spüre eine Erschütterung der Macht, aber etwas daran ist sehr sonderbar. Ihr werdet sterben. Oh mein Gott, ein dunkler Jedi oder besser gesagt ein Sith. Und natürlich speichere ich hier erstmal. Sicher ist sicher. Okay, wo ist er? Das erste Lichtschwertduell. Gott, das ist nicht einfach. Der lacht ja noch. Oh, na komm, 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 komm. Oh, wow, vorsichtig. Oh komm, geh drauf.
Ah, ich hatte ihn. Na komm, komm, komm. Ich siege. Jawohl. Ich hab den dunklen Jedi besiegt. Er sah aus wie ein Jedi und kämpfte wie ein Jedi, aber die Macht in ihm war so verzerrt. Ja, ein dunkler Jedi. Okay, wie komme ich denn jetzt hier nach drüben? Gute Frage, nächste Frage. Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich speichere mal wieder hier. Vorsichtshalber. Boah, ihr seht es ja selbst. Ich muss hier wirklich viel speichern. Hä? Hey, wie ist denn der rübergekommen? Jetzt mal im Ernst. Ach so. Hey, wie geil. Ich kann hier einfach springen. Wusste ich ja gar nicht. So, abgestochen. Okay, hier ist Munition. Okay, ich bin voll. Aber Heilung. Ich brauche unbedingt Heilung. Mann, das war doch echt ein harter Kampf. Ach nee, ach nee, ihr wollt doch mich hier veräppeln. So, erledigt. Mann, ich hasse diese Kerle. Ein bisschen Heilung tut doch immer etwas gut. Ich brauche die Energie. Ich muss mich erstmal hier sammeln. Okay, ich würde dann den Schub nehmen und weiter geht's. Wow, noch so ein dunkler Jedi. Wow, das war geil. Die lachen auch immer so fies. Tja, der war etwas leicht, der Gegner. Okidoki. Ah, hier sind mehrere davon. Ach, hier ist die R5. Das ist die R5-Einheit, wie cool. Du musst der Droide sein, von dem Lando geredet hat. Okay, wo jetzt? Einfach hier? Ach komm, Druide. Ein bisschen schneller. Bist doch ein süßer, kleiner, knuffiger Druide. Oh, wie cool. Wir haben jetzt tatsächlich das Level geschafft. Da bin ich echt erleichtert. So, Moment mal. Wir haben, glaube ich, neue Kräfte bekommen. Kann das sein? Macht. Ja gut, hier sehe ich jetzt nichts, aber Mission. Desan suchen, feindliche Truppen angreifen. Okay. Griff. Oh, wir haben den Würgegriff. Wie geil. Wir haben tatsächlich den Würgegriff. Wow, wow, Alter, wie fies. So, na warte. So, stirb. Ey, das ist sogar die Rasse vom Bosk. Okidoki. So, Leute, aber hier ist erstmal Schluss für heute, denn ich sehe gerade auf die Zeit und wir haben so ein bisschen wieder mal übertrieben, aber das macht ja nichts, denn ich habe ja eh wieder hier ein bisschen umgeschnitten, weil ich so oft wieder gestorben bin.
Okay, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Schreibt doch wenigstens was in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super, duper, mega freuen. Und wir sehen uns heute das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.